Really cute. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Heute testen wir mit einem Partner. Wow. Bringt eurem Partner zu. Ich, okay. Hi erstmal an Tex und Huh. So, Kuh-Geste. Die folgenden Tests verlangen von euch Teamarbeit. Für eine bessere Zusammenarbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Blue, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Okay. Gut. Orange, beachte die Auswahl deines Partners. Gut. Wow. Orange, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Was? Das passt ja gut. Ich frag mich immer noch, warum ich dich immer noch doppelt höre. Das ist echt komisch. Einmal in einer guten Qualität, einmal richtig gerauscht. Das hast du vielleicht den Stream noch nebenbei an? Nee, das habe ich nur auf dem Handy und das ist auf stumm. Deswegen, es verwirrt mich ja gerade extrem. Okay, also ich höre dich nur einmal. Warte mal, ich bin jetzt vom Portal rausgegangen, jetzt geht es. Ich gehe wieder rein. Sag was. Hallo, hi, Test. Ja, das kommt von Portal. Orange, bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Kannst du es vielleicht irgendwie einstellen? Ich weiß nicht mal, woher das kommt. Hm. Es ist richtig komisch. Orange, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Wir haben es verstanden, GLaDOS. Ach so, und Text, das müsste... Also eigentlich wird bei mir angezeigt, dass Orange, der Stream mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus einer guten Rate läuft. Theoretisch müsste das eigentlich gehen. Oh mein Gott, so und so sowieso jetzt erstmal so zu spielen. Das ist ein bisschen nervig, aber ich finde jetzt auch gar nichts, was ich jetzt einstellen kann. Wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Ja, GLaDOS, ich mach schon, was du willst. Lass mich in Ruhe. Sonst hast du bei den Audio-Einstellungen mal geguckt. Da steht irgendwas von Push-to-Talk-Taste und Mikrofon einstellen. Wirklich? Okay. Blue, beachte die interessante Wahl deines Partners. Kupfer? Oh je. Das war der, ich guck mal, Push-to-Talk. Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Okay. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Das ist nicht gut. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pinkt jeweils die Stelle an. Und. Ne, das sind Emotes. Warte mal, wie ging das Ping nochmal? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. War das? F? Ah ja. Portal, Teil. Aha. Orange. Portale funktionieren nur auf weißen, portalfähigen Flächen. Bla bla bla. Ja, ist mir egal. Orange erhält zuerst ein Portalgerät. So, jetzt eine kleine Empfehlung. Drück mal auf Portale Tab. Portale funktionieren nur auf weißen, portalfähigen ja, Flächen. Ja, ich weiß. So. Joel, drück mal auf Tab. Oh, lol. Oh, lol. Oh, Gott. Okay. Warte mal, du hast jetzt das orangene Portal gesetzt, oder? Du musst dein eigenes setzen. Und das ist einmal da. Nö, bei mir ist das blaue Portal hier. Ja, du musst zwei Portale setzen. Du musst es GLaDOS einmal zeigen. Du hast auch keine Portale. Achso, ich habe beide Portale. Ah, okay. Was siehst du vor dir? Da ist die Portal Guard. Du musst es GLaDOS zeigen. Und jetzt einmal reinspringen.
Ach, nur beide Portale von mir sind blau. Ja. Ah, ja, okay, Mo das hat ist. Nun ein Portalgerät. Endlich. Ey. Jedes Portal das hat gedauert. Kann zwei eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass nicht beide, dass beide Portale jetzt blau sind. Ja, bei mir sind die Orangen rot. Bei mir ist das halt eine halt so hellblau und das andere lila. Verwirrt maximal. Ja, du musst mal eventuell so. Da auf diesen Knopf drücken. Ja, ich komm. Bleib ruhig. Ich bin ruhig. Ich muss das Ganze noch erstmal mir hier alles genau anschauen. Keine Abweichung erkannt. Okay. Na, das wird ja fantastisch. Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Das ist bescheuert. Okay. So, hier. Da vielleicht so. Ah, danke schön, danke schön, danke schön. So. Oder mich bist du ja aufgeschmissen, wie ich weiß. Ich glaube, per Reden ist das eigentlich einfacher, oder? So, okay, du packst den Cube da rein, das öffnet bei mir das Ganze. Ja, ich muss auch einmal durch. Könntest du bitte deinen Schalter aktivieren? Ah. Das ist ja. Ein bisschen blöd. Nee, du bleibst jetzt dort. Ja, dann nehme ich den Cube wieder weg. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Nee? Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Okay, bei dir ist gerade ein gut Cube gefangen. Ins Wasser ja. Gefallen. Muss mir das schon Bescheid geben. Ich weiß ja nicht, wo die rauskommen. Ich muss das ja auch erstmal gucken. Der muss bei mir rüber? Ich hab da eine Wand. Ich kann das schlecht sehen. Ja, okay, ich sehe das noch nicht. Ich muss mir das alles erstmal genauer anschauen. Ich brauche meine Zeit, Jasmin. Ich wecke dich nicht an, alles gut. So. Okay, aber muss ich bei dir noch, muss ich bei dir noch was machen? Nö, oh, nee. Ich okay. Muss es jetzt was machen, oder? Ja. Okay, mit deinem Ding machst du bei mir die Wand aus. Und bei dir glaube ich auch. Jupp, ich glaube, du sollst wohl eventuell ein Portal für mich schießen. Hier und dann wahrscheinlich da oben. Endlich. Ich glaubte schon nie mehr testen zu können. Ey. So. Ihr habt als erste Roboter die ja, Shell ist ja abgehauen. Vergessen. Sie ist ja nicht mehr da. Der einzige Mensch ist hier weg von Avengers 2. Ah, also spielt das jetzt zeitlich auch nach Portal 2 Singleplayer. Yep. Schluss jetzt. Hä? Für die Strecke war was dieses Benehmen nicht nötig. Doch weiter ich mit den Tests. Ah, I see. Hä? Das gehört nicht zum Wenn Test. Wir in der Nähe sind, kann einer von uns in allen aufzwingen, eine Kooperationsgeste mit einzugehen. Zum Beispiel mit dem Händeschlag. Wie drück denn? Mal auf Q. Drück mal auf Q, dann muss halt deine Maus irgendwo ziehen. Diese Klatscherei ist doch eine wahre Errungenschaft. Ja. Wir sind tot. Okay. Oh, cool. Portal okay. Ist beendet, Leute. Ja, das war Portal 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, man. Dies ist das Forschungszentrum für menschliche Testsubjekte des Computer Intelligence Training and Enrichment Center. Aber nennen wir es doch einfach den Hub.
Alle Team-Teststrecken beginnen im zentralen Hub. Von hier geht es dann zur neuen Teststrecke. Okay, unsere Schützer werden aufgenommen. Werden wir noch hier abnehmen, oder wie? Also, du bewegst dich weniger, Jasmin. Was ist da los? Also, wir wissen beide, wer hier in Form ist. Du bist die Kugel von uns beiden. Hey! Und die Runnybow. Das nennt sich Aerodynamik. Au. Hi. Hi. Könntest du dein gelbes Portal hier mal wegnehmen? Du kannst darauf schießen, ist dir schon klar. Kann ich? Mach. Oh, lol. Oh, cool. So, was passiert hier? Ich glaube, wir sollten erstmal zu Raum 1 gehen, anstatt hier uns zu erkunden, ne? Funktioniert das nicht, wenn wir hier... Warte mal. Du, das ist für später, nicht für jetzt. Wir müssen es erstmal noch freischalten. Ja, was du sagst kommst du? Ja, ich muss hier Suizidweg gehen. Ich kann nirgendwo... Hi! Jetzt ist sie am selben Boot wie du. Wie kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test. Oh, das geht sehr gut. Ja. Das geht sehr gut. Mit uns beiden als Team, das ist doch die Voraussetzung. Aber ich will wissen, was da hinten ist. Komm mal kurz mit. Gut. Wenn wir beide hier rauf... Guck mal, siehst du? Sag ich doch. Sag ich doch. Was? Ich bin aufmerksam. Ich mag wir doof sein, aber ich bin aufmerksam. Wir sollten erst zu Raum 1 gehen. Und was ist das hier? Keine Ahnung. Das ist nämlich auch hier alles neu. Extrakurse? Hast du das jetzt ausgewählt? Nur irgendwas gedrückt. Ich geh mal Exit, ne? Exit klingt gut. Ja. Lass uns erst mit Kammer 01 starten. Ich glaube, das wäre besser. Ja, scheinbar schaffen wir nicht mal mehr das. Stream gescheitert von Geoclub von... Nein. Na, egal. Ich kann nicht mehr reden. Das kenne ich gut. So. Okay. So, wieder demontieren lassen. Ach, das. Oh Mann. Warum sehe ich schon auch die steigende Todesanzahl? Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Das ist hier geht es um Teamarbeit. Oh. Im Gegensatz zu uns müssen wir Menschen nicht Teamarbeit erst lernen. Passt ja. Okay. Komm rüber. Ah. Ja, blöd. Ich glaube, ich sollte erstmal im Raum bleiben. Weißt du, was ich mache? Was geht jetzt mich hier durch? Geh du jetzt mal durch. Ah, hier hinten. Alles klar, okay. Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Oh, dankeschön. Setz mal ein Portal mal bei dir. Geh wieder zurück. Schalter aktivieren und bei mir ein Portal setzen. Oder so. Ja, komm mal rein. So. Okay, jetzt kommen wir beide durch. Nice! Hervorragend. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, falsche Seite. Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Hier kannst du mich nicht wegschieben. Geh da raus. Nö. Nö.
3 Jahre später. Oh Mann. Ich will nichts sagen, aber bei deinem Roboter, der ich die ganze Zeit Stellt euch vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Das ist ich vielleicht dachte, sogar das wahr. Das sei interessant, für Gewinner jedenfalls. Man hat mich auf den Mars geschossen, aber ich bin zurückgekommen. Spring mir kurz rein, hau ab. Hi, ich bin's. So, was ist das hier? Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Ja, nur weil du nur einen Knopf drückst. Ist ja lächerlich. Einmal bitte aufmachen. Dankeschön. So, okay, jetzt sagt er mir die Partnerperspektive an. Okay. Setz mal dein dunkelblaues Portal. Nicht. Oder doch. So. Genau so. Okay. Schluss jetzt. Ursprünglich erfassten diese Kameras Momente höllischer Schmerzen und Qualen von Testsubjekten. Wenn die Testsubjekte überlebt haben, konnten sie die Fotos für $5 kaufen. Starben sie, erhielten ihre Angehörigen die Bilder kostenlos. Die Fotos waren nicht so beliebt, also erhielten die Kameras einen neuen Zweck. Du, ich hatte ja gesagt, ich habe es mit dem Twitter ein bisschen das Problem. Ich glaube, du hast es bei dir irgendwie aktiviert, denn immer wenn du irgendwas sagst, soll ich bei dir im Schrauch irgendwie eine Antenne auf. Okay. Du kannst selber auf Tab drücken, was sagen, das siehst du ja selber. Okay, hi. Hallo? Nee. Ich sehe das die ganze Zeit aufleuchten. Okay, ich guck nochmal kurz nach. Moment. Audio. Puzzle-Mechanismus ist aktiviert. Gesamtlautstärke. Audiosprache Deutsch. Hier steht aber Push to Talk C. Warte mal. Was passiert, wenn ich auf C drücke? Okay, was. Hörst du mich jetzt doppelt oder? Immer noch. Und jetzt ist genau gleich? Ja. Aha. Sonst soll ich nochmal kurz rejoinen? Dann wird glaube ich die Partie hier abgeschlossen. Oh, okay. Dann schaltet das Mikro auch bei OBS aus. Keine Ahnung, ich kann hier auch nicht so viel einstellen. So. Ich versuche mal kurz die Push-to-Talk-Taste umzulegen. Okay, keine Ahnung. So, anwenden, fertig, zurück, fertig, so. Jetzt? Ist gleich. Dann keine Ahnung. Ach, egal. So, was müssen wir denn hier hinten machen? Wir haben oben irgendwelche Symbole. Aha. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir. Weil die Knöpfe dann drücken müssen, oder? Ja, und ich habe so eine Befürchtung, dass es schnell auf Zeit gehen soll. Wie ob du hast einen Timer. Alles klar. Empfehlung: oben Portal setzen und neben den einen. Okay. Okay, 3. Ja, gut. Hä? Du sagst 3, drückst. Ja. Ja, komm. Wenn das ist. Gut, jetzt auf 1. 3, 2,
1. Ah, cool. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Ja. Hast du gehört? Ja, hast du gehört. Du Zwerg. Endlich kann ich das mal sagen. Also, orange ist die Mode. Schön als gewesen. Ich weiß nicht, was du hast. Blau wäre.